Digga, das war also das, was uns vorhin hier gekillt hat. Ja, und diesmal war es das. Ich bin wieder in meinem Element. Sterben. Willkommen, Dudes! Ihr habt einen umfassenden und wunderbaren Blick momentan auf Harkin. Das heißt, wir spielen heute wieder eine Runde blind durchgezockt mit dem Spielchen Lords of the Fallen. Und da wir uns momentan eh schon im Spiel befinden, kann ich, während ich hier Blödsinn erzähle, auch mal gleich weiterzocken. So, erstmal die Tränke wieder aufgefüllt. Jetzt haben wir wunderbare 7 Stück. Und wir wollten, nachdem wir beim letzten Mal hier in diesem riesigen Raum dem Bossgegner vollkommen den Hintern versohlt haben, hier weitergehen. Und mal kurz hier auschecken, ob das wirklich die Höhle mit diesem Jump'n'Run-Dingens war. Ja, das sieht schon so aus. Und ich werde jetzt mal hier oben diese verbitschte Bitch-Spinne abschießen. Pow. So. Oh oh. Ja, klar, gleich 2. Oh Gott. Pow. Oh Gott. Heidi heil. Oh, 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 oh. Gottchen. Ach, scheiße, das ist echt übelst tricky. Oh, komm, 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 komm. Nein. Heil. Oh nein, das hat nicht funktioniert. Los, nochmal. Jetzt aber richtig. Ja. Yeah. Och, komm schon. So. Scheiß Drecksspinne, ey. Boah. Knappe Kiste. Die Drecks-Kack-Kack-Mist-Kack-Spinne. So. Ein Heiltrank, bevor uns jetzt noch so ein kleines Ding hier platt macht. So. Und das wäre beinahe richtig scheiße für uns ausgegangen. Alter, die sind ja richtig happig. Ja, okay, also alles klar. Hier war das. Na geil. Gut, da müssen wir jetzt nicht nochmal hier lang gehen. Ja, ja, halt die Klappe. So, wir haben jetzt wieder einen Heiltrank für diese Pizza dort oben. Ja, noch was? Ah ne, hier können wir noch nicht lang, erst später. Schade. So, und hier gab es auch nichts mehr. Genau, und hier ging es weiter. So, jetzt kriegst du von uns einen Trank, mein Freund. Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Nein, aber dafür habe ich einen Trank. Wegen eures Kameraden. Bitte, du hast doch bestimmt einen Heiltrank übrig. Ja. Das sollte erst einmal helfen. Kein Problem. So, die könnten jetzt aber eigentlich auch mal mitkommen und mir ein bisschen unter die Arme greifen, oder? Dafür, dass ich den hier schon so einen dicken Heiltrank vermacht habe. Naja, dann eben nicht. Oh, das sieht so geil aus. So geil. Ach, und jetzt sind wir wieder hier. Ah, alles klar. Wieder auf diesem Wall hier oben. Ah, ich verstehe es tatsächlich. Hier waren wir vor 2, 3 Parts schon mal.
Ist diese Arena, wo wir auf diesen komischen Typen gestoßen sind, hier unten mit diesen Feuerschen. Okay. Oh, Diggi. Ey, der geht mir ganz schön auf den Sack, der Typ. Ja, komm schon. Wo ist er? Hallo, Hundi? Hundi? Hä? Hä? Naja, gut, dann eben nicht. Dann werden wir halt den Typen nochmal das Gesicht polieren. Ja, ja, komm schon. Oh, fuck it. Jetzt heilt sich das Vieh. Was soll denn der Mist? Oh, was? Naja, gut. Lange nicht mehr gestorben. Es muss ja irgendwann mal wieder passieren. Und das an irgendeinem verfickten Kack-Noob-Gegner. Meine Güte. Ach, Scheißdreck. Gut. Drecksvieh. So, dafür haben wir jetzt wieder 9 Heiltränke, dürfen aber gegen diese ganzen Beats hier nochmal ankommen. Ich freue mich. Hier gab es doch, glaube ich, noch so einen fiesen Sensen-Typ. Hallo. Wo bist du? Ach so, oder das sind einmalige Gegner. Die kommen immer nur einmal. Das wäre natürlich ziemlich nett und fair von diesem Spiel. Scheiße. Und... Wow. So. Ja, komm, du Kackgesicht. Bundy ist immer noch weg? Na gut. So, wir müssen jetzt schnell unsere Souls hier hinten holen. Schießt schon wieder einer auf uns. Der kleine Dicksack hier. Was willst du eigentlich? Jetzt heilt er sich. Diggi, komm. Zersmackt. So, ja, und das war vollkommen nutzlos, dass ich hier hinter bin, denn hier gibt es nichts. Toll.
Ey, ich bin gerade wirklich irritiert. Da steht oben, finde Antanas und Caslo in der Zitadelle des Klosters. Achso, müssen wir jetzt wieder ganz zurück? Könnte es das etwa sein? Ach, hier können wir nicht mehr lang. Okay, naja, da gut, dann müssen wir ja jetzt hier runter, ha? Ich sehe erstmal nur einen Gegner. Ne, da hinten ist noch einer. Da sind noch ein paar kleine Gegner. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Och, Manno. Naja, okay, dafür haben wir ihn erfolgreich angelockt. Jetzt heilt sich das Vieh. Boah, Digga. Das war also das, was uns vorhin hier gekillt hat. Ja, und diesmal war es das. Ich bin wieder in meinem Element. Sterben. Shit. Komm schon jetzt, ey. Meine Fresse. Auf ein neues. Ja. Aus dem Weg geräumt. So. Ja, ja, komm halt Maul. Das wissen wir nur jetzt, dass du sagst. So. Hier hoch. Zack. So, und schon sind wir wieder hier. Wunderbar. Und wir werden diesmal nicht dort hintergehen, denn es war völlig für den Arsch. Sondern gleich hier runter. Ja. So, und bevor uns jetzt dieser Typ hier von hinten überrascht, werden wir dem nochmal die Fresse polieren. Hallihallo. Alter, wollte er mich verarschen? Wir tanzen. Was? Ha, geil. Der hat uns einfach gefinisht. So, besser. Ja, aber dafür habe ich herausgefunden, dass hier nämlich der richtige Weg war. Da können wir doch nochmal hier runter gucken. Verlassene Gegend. Nee, warte mal, da ging es nämlich nur in dieses komische Kloster rein. Nee, ich glaube, hier gab es nichts mehr. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das tue ich euch jetzt mal nicht an, dort nochmal den Weg zu latschen. Vielleicht machen wir das nochmal ganz am Ende, wenn wir hier nochmal vor dem Endfight stehen, dass wir uns dann nochmal hier die ganzen Gebiete angucken. Komm ran. Genau so. Oh, what? Ganz schön viele coole Moves hat das Vieh drauf. Heil, heil. So, und jetzt kriegst du auf die Fresse. Guck nicht so, guck nicht so. Ah, genau. Warum nicht gleich so? Warum musst du da vorne erstmal vollkommen auf die Fresse kriegen von dem Vieh? Ja. Den holen wir uns mal auch noch. Bam, 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 bam.
So, wenn wir dabei sind, dann hauen wir den nochmal auch ein bisschen aufs Gesicht. Der hat es auch verdient. So. Und der Gute hier. Ja, den nehmen wir jetzt auch noch mit. So. Gut. Wir können aber anscheinend immer noch nicht hier in diese Gitterbox gucken. Naja, gut, dann halt eben nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich doch nochmal irgendwann hier hin. Hier ist jetzt ein Tor aufgegangen, aber wir kommen hier nicht lang, weil hier noch das Gesicht ist. Ich verstehe es nicht. Können wir vielleicht irgendwas einsetzen? Weil die Fackeln sehen jetzt, glaube ich, auch aus, hä? Wenn ich mich recht entsinne, waren die beim letzten Mal... Oh, schöner Mond. Waren die beim letzten Mal leuchtend. Ah, und ich weiß, wo wir jetzt rauskommen. Bei dem guten alten Schmied. So, erstmal wieder unser Zeug hier auffüllen. Und dann können wir uns jetzt nochmal ein bisschen der Schmiedekunst... Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein, genau genommen hat es nach mir gesucht. Ach so. Und jetzt hat es mich gefunden. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein, aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. So, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier funktioniert hat. Oh, Mann. Ja. Makellose Giftrune. Na geil. Glücksrune. Okay, also man kann hier Erfahrung einsetzen und dadurch hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, geile Runen herzustellen. Verrückt. So, wir könnten ja mal gucken, was wir hier reinmachen. Denn wir haben jetzt hier eine Feuerrune drinne. Huch. Ups. Ups. Glücksrune, was macht die? Boni auf Attributskalierung. Hoch 3. Toll. Niedrige Feuerrune. Die ist ja super. 2 Schaden. Niedrige Giftrune, niedrige Kraftrune. Physischen Schadensbonus. Hau die raus. Hm, naja, okay. Gewöhnliche Glücksrune. Wo hatten wir denn hier eine hohe? Makellose Giftrune hier. Makellose Magierune. Angriffskraft Bonus gibt es da nochmal. Okay. Und höhere Magierune. Ist die jetzt besser oder schlechter? Ein bisschen schlechter. Aha. Mhm. Oho. Gifteffekt. Kampfstab mit Gift. Ich weiß nicht so wirklich. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ich glaube, wir lassen die Feuerrune drinne, oder? Was sagt ihr? Angriffskraftbonus könnten wir auch machen, die... Nee, wir machen die Feuerrune hier rein. Die lassen wir drinne. Ist ja nicht so scheiße. Hier, List. Hier könnten wir auch was reinpacken in unsere Rüstung. Ja, wenn wir jetzt mal dabei sind, die tragen wir ja jetzt schon hier eine ganze Weile. Können wir ja ruhig mal machen. Magie, zusätzliche Ausrüstungskapazität... Feuerwiderstand, Giftwiderstand. Hier, physischer Widerstand, niedrige Kraftrune. Sonst haben wir nämlich keine. Ja, packen wir hier rein. Handschuhe tragen wir anscheinend nicht. Achso, das zeigt uns nur die an, die einen Sockel haben. Alles klar. Heißes Blut, gewöhnliche hat auch schon einen. Und die hat auch schon einen. Alles geklärt. So gut. Ja. Das haben wir. Waffen. Ja, gab es ja nichts Cooles weiter hier für uns. Gut, naja, dann war's das schon. Könnten höchstens hier in den Magiehandschuh noch was reinpacken. Feuert ein magisches Geschoss ab, das mehrere Feinde durchschlägt.
Das ist ja cool, die Magie-Rune. Ja, der Feind wird temporär in eine Zwischenwelt gesendet, sodass nur eine leere Hülle bleibt. Probieren wir mal aus. So. Da kann man also die Magie-Dinger modifizieren. So, und ich kann mich entsinnen, dass es hier noch einen Weg gab. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht ist der jetzt mittlerweile da. Probieren das auf jeden Fall erstmal aus hier, was wir jetzt hier so cooles erspielt haben. Oh, fuck it. Toll. Och nein. So, der kriegt so auf die Fresse, der Typ. Geht mir schon ein bisschen auf den Keks hier. So. Dumme Sau. Hier war es, glaube ich. Ach, fuck. Bam! Und zack! Britzel! So. Die Truhe ist immer noch verschlossen. Ich verstehe es nicht. Hm. Ach, Leute, keine Ahnung. Ich gebe auf. Oh. 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 Jetzt frisst uns das Vieh einfach den Kopf ab. Oh. Alter Schwede. Fuck you! Nein! Das mag anscheinend den Beardude-Kopf sehr, sehr gerne, das Vieh. So. Dafür musste ich es jetzt leider vernichten. So einfach macht es dir der Dude nicht. Baby. So. Ah, hier, da hat noch ein Item für uns gedroppt. Mal gucken, ob wir jetzt noch die Tür hinten öffnen können, aber bestimmt nicht. Natürlich nicht. Naja gut, dann eben nicht. Dann gehen wir wieder ganz zurück. Vollkommen sinnlos war das. Hier. So, und hier ging es irgendwo nach oben. Und da konnten wir dann meines Wissens nach wieder zurück. Oh, hier steht was.
seltsame Schriftzeichen in uralter Sprache. Ja, das war natürlich wieder klar, dass das hier der falsche Weg war. Meine Güte, Dude Man. So, dann müssen wir... Ah, hier war es doch. Da hinten. Hier ging es hoch. Oh. Scheiß Dreck. Nochmal, weil es so lustig war. So, diesmal. Haben wir es aber. So, gut, dann können wir jetzt hier nochmal speicheln. Zack. Also, beziehungsweise unsere Tränke auffüllen, das ist ja das Wichtige. Da müssen wir mit dem Schmied auch nicht nochmal reden, der jetzt übrigens auch verschwunden ist. Ah, ein Wiedersehen. Aha. Ah, an jedem Amboss, den du findest, kann man jetzt Dinge herstellen. Okay, das hat das Item also gemacht. Demnach, das hatte ich ja schon mal, in irgendeinem Part bin ich schon mal an einem Amboss vorbeigelaufen und da habe ich ja dann auch gesagt, hey, Mensch, hey, Mensch, habe ich da gesagt. Hier ist bestimmt später mal noch ein Schmied. Okay, ist auch ganz cool gemacht. Aber ich hatte schon die Vermutung, dass wir jetzt immer hierhin zurücklatschen müssen. So, und auf geht's wieder, back to the Cloister. Ich habe immer noch nicht so eine wirkliche Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Aber vielleicht steht jetzt mal wieder hier einer von den Dudes rum, der uns sagt, du musst dorthin. Wir hatten jetzt hier Aha gemacht. Boah, Diggi. Boah, was sind denn das für viele Viecher? Boah, fies. Boah, da gibt es ja echt viele von denen und die sind echt nervig. Nehmen wir noch. Und dann hauen wir noch den hier auf den Latz. Pow. So, hier können wir noch nicht rein. Da müssen wir noch irgendeinen Boss für besiegen. Ich würde gerne wissen, wer immer macht. Ah. Der. Kann ich dir helfen? Dafür ist es zu spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Was war hier los? Wir sind durch die Katakomben entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegpforte gesprungen. Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich habe den Ansturm der Roga aufgehalten. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Katakomben. Antanas... werdet sehen... Gut, er hat uns gesagt, wo wir hin müssen und wir müssen dorthin, wo ich absolut gar keinen Bock drauf habe, nämlich in die Katakomben. Falls ihr euch erinnern könnt, in einem Part war ich dort schon mal und habe nur die Fresse poliert bekommen. Ich glaube, ich bin da 10 Mal gestorben. Na, geil.
wir gucken trotzdem erstmal noch hier lang, weil hier waren wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Oh, cool. Kuckuck. Ach. Doch, hier waren wir doch schon, oder? Ich bin mir unsicher. Ach, keine Ahnung. Ich will jetzt erstmal in das Portal hier unten rein. Dann nehmen wir aber wieder unser mächtiges Superschild. Sup. Zeit. Oh Gott, wir müssen ja auch bald schon wieder zum Ende kommen. Schnüff, schnüff. Nächster Hinweis. Aber ein paar Minuten haben wir noch. Macht euch keine Sorgen. Oh. Prüfungsstätte. Willkommen in der Prüfungsstätte. Hier musst du dich gegen mehrere gegnerische Angriffswellen behaupten, um deine Belohnung zu halten. Tritt in die Mitte der Arena, wann immer du willst. Na dann, ich bin bereit. So, lenken wir die PDs erstmal ab. Ha! Und bau! Zack, in den Sack und britzel die Batz! Ach Mensch, was will er denn tun? Gegen unseren super-dudischen Superskill. So, alles klar. Wir warten mal noch, bis unser Jetzt ist voll. Und dann bin ich bereit für die nächste Runde. Und super Britzel Attack. Pow. Aber auch cool gemacht, die Prüfungsstätte. Gefällt mir sowas, so ein Herausforderungsmode. Ja, achso, hier kommen wir dann wieder zurück. Und hier, oh, na gut, alles klar, los geht's. So, macht euch bereit. So, erstmal hier ablenken. Oh Gott Den habe ich immer richtig Bock. Das ist mein absoluter Lieblingsgegner. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie man den besiegen soll. Oh Gott. So anscheinend nicht. Gut, ja. Ein Heili-Heil wäre erstmal gut. Ja. Ich habe die super Idee. Und zwar genau so macht man es. Puh. Stand er uns erstmal weg, der Fucker. What? Das ist doch ein Typ, ey. Vor allen Dingen blüht der uns in diesen komischen Katakomben ebenso. Scheiße, was mache ich denn gegen den? Ja, genau, den Supertritt. Hä? Oh, what?
Da macht er zack, 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 tot. Meine Güte, so eine Scheiße. Müssen wir jetzt den ganzen Mist nochmal machen oder müssen wir ab dem weiter es weiter probieren? Naja, mal gucken. Macht euch bereit. Kämpft. Ja, wir müssen nochmal alle besiegen. Super gut. Dafür werden die alle einfach mal so überkrass abgebritzelt. Und verzackerpeng. So, hier kommen. Keine Verschnaufpause, es geht hier gleich weiter. Ja. Und er kriegt auch noch auf die Fresse. So. Zack. So, und jetzt kommt doch, glaube ich, schon wieder der Riesentyp. So, kann man den nicht irgendwie von hinten wegfinishen? What? Ey, das ist unfassbar. Ich weiß immer gar nicht, was ich gegen den machen soll. Ja, hier, hier. Das geht zack, zack, zack. Und dann bin ich noch, auch noch super gestunt. Hier. Egal, was ich gegen den mache, der haut mich immer weg. Das ist übelst sinnlos. Und selbst wenn ich das Ding mache, wird er sich bestimmt nicht jetzt von dem Ding ablenken lassen. Hier, zack, weg. Hallo? Ja, das ist übelst nutzlos. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wird er wieder aggro. Yes. Tretet in die Mitte der Arena und holt euch eure Belohnung. Ja, das mache ich doch liebend gerne. Wo ist sie? Wo ist meine Belohnung? Oh, eine riesige goldene Kiste. Schick. Knochenarbeit, Rüstung. Das gucken wir uns mal noch an. Da. Vor langer Zeit wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern benutzt. Sie rüsten ihre Tiere damit aus, damit diese mehr tragen können. Heutzutage gibt es jedoch nicht mehr viele Reisende und jeder Krieger muss sein eigener Packesel sein. Ach hier, guckt mal, seht ihr unten links schon, erhöht einfach das Gewicht. Sowas wie Havels Ring in Dark Souls. Nicht mehr. Ich nehme wieder letzte Hoffnung, was auch immer das gemacht hat, keine Ahnung. So, und dann speichern wir hier und dann wird sich Harkin leider schon wieder von euch verabschieden müssen. Genauso wie ich, denn wir haben schon wieder fast die 40 Minuten voll. Und das ist ein wenig zu viel für meine YouTube-Parts. Also, alles klar, wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Es gab endlich mal wieder ein paar kleine Tode.
der den Kill-Counter oder Death-Counter ein wenig nach oben getrieben hat. Und ja, gucken wir dann einfach mal, was uns in dem nächsten Part von Lords of the Fallen erwarten wird. Ich bin's, euer Dude. Es war mir wieder eine Ehre, für euch zu zocken. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.